Hallo zusammen und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute ein neues Video und ich habe es endlich mal geschafft, endlich mal wieder. Ich glaube, das letzte Mal war ich Mitte Juni unterwegs mit dem 200, 600 und heute ist es endlich mal wieder soweit. Ich möchte versuchen, mal wieder ein paar Greifvögel zu fotografieren. Vielleicht finde ich auch ein Reh oder sowas. Ich weiß es nicht genau. Wir waren gestern bei meinen Eltern gewesen und da habe ich aus dem Fenster geschaut und habe gesehen, dass die Felder gemäht wurden und ja, die Muldewiesen ebenfalls so teilweise zumindest gemäht sind. Und das ist natürlich immer ein toller Treffpunkt und Spielplatz, Futterplatz natürlich für Greifvögel. Jetzt bin ich schon ein ganzes Stück gegangen, aber leider habe ich noch nicht so wirklich was entdeckt. Und ja, mal sehen. Ist ja leider oft so, dass man, wenn man Wildlife machen möchte, umsonst unterwegs ist. Ich bin ungefähr um 7 gestartet, ging leider nicht früher, also frühest natürlich. Hatte noch was anderes zu erledigen. Aber ja, mal sehen. Die Runde wird so 10 bis 15 Kilometer lang. Mal schauen. Und ja, hoffe, dass ich gegen Mittag dann wieder daheim bin. Und dann geht es zum Einkaufen. Und mal schauen, was der Samstag dann noch so bringt. Ich nehme euch auf jeden Fall wieder mit. Eine Wildlife-Runde. Ich weiß natürlich, dass es das ein oder andere Bild besser geben könnte. Aber ja, ihr wisst ja, ich übe. Ich bin einfach unterwegs, um unterwegs zu sein. Mir sind die Ergebnisse nicht ganz so wichtig. Ich nehme das alles nicht ganz so bierernst wie einige andere. Und hoffe aber trotzdem, es gefällt euch. Und ja, wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem neuen Video. Bis später. Bisher konnte ich ehrlich gesagt noch nichts entdecken, erstaunlicherweise. Sonst ist hier immer erheblich mehr los. Keine Ahnung, was da schief läuft. Ich staune allerdings, wie saftig grün die Wiesen sind und das trotz der Trockenheit, der anhaltenden Trockenheit. Es regnet hier so wenig. Eigentlich kann man schon fast sagen, es regnet hier fast gar nicht. Also dafür ist das schon noch alles ziemlich gut in Schuss hier. Ist nicht überall so, aber hier, ihr seht es selber, die Muldewiese, super grün. Sehr, sehr schön. Leute, da so ein bisschen hinter mir, da habe ich jetzt einen Rastplatz oder keine Ahnung, was auch immer, Startplatz von Graugänsen entdeckt. Das Einzige, was ich heute noch mit habe, neben dem 200-600, ist die Drohne. Aber ich kann da nicht hinfliegen, weil da die Bahnverbindung lang geht, also die Bahnstrecke. Und ja, da halten wir uns natürlich an die Regelungen, ist ja ganz klar. Und deswegen, ja, ein bisschen schwierig. Mal schauen, jetzt fährt der Zug vorbei, ob sich da was bewegt. Ja, sie laufen alle gemeinschaftlich los, aber fliegen leider nicht los. Ja, hinlaufen ist da ein bisschen schwierig, quer über den Acker. Das mache ich lieber nicht. Aber ja, sowas ergibt sich schon mal wieder. Yeah.
leider nicht viel zu holen. Ich weiß auch nicht, an was es so genau liegt. Wahrscheinlich erholen sich die Vögel so ein bisschen und genießen ja einfach die Temperaturen. Heute ist es so ein bisschen kühler als die letzten Tage. Vielleicht hat es damit was zu tun. Also es ist sehr, sehr wenig an Vögeln zu finden, sei es kleine oder große. Wobei kleine Vögel sowieso schwierig ist im Moment, weil natürlich alles sehr verwachsen ist und da sieht man sie sehr, sehr schlecht. Ja, ansonsten den einen oder anderen Greifvogel habe ich gesehen und versucht zu fotografieren, haufenweise Gänse. Die finde ich auch immer total spannend, zumindest wenn sie fliegen, in der Luft sind. Aber ansonsten, ja, nicht so viel los. Ich habe mir jetzt überlegt, ich werde meine Runde verkürzen. Und vielleicht machen wir ja heute Nachmittag irgendwie noch irgendwas anderes. Mal schauen, was meine Frau sagt, was sie so viel Lust hat. Und ja, habe jetzt trotzdem wahrscheinlich noch 1-2 Stunden vor mir, die ich unterwegs bin. Und ja, nehmt euch noch ein Stück mit. Aber ich fürchte, das wird wieder so ein Fotowalk, wo nicht so viel bei rumkommt an Fotos. Mir persönlich macht das nicht so viel aus, weil mir geht es darum, unterwegs zu sein, überhaupt draußen zu sein, Fotos zu machen, zu üben und zu lernen. Aber ja, ein bisschen mehr, muss ich schon zugeben, hätte ich mir erwartet, gerade an Greifvögeln. Aber gut, ist halt so, man kann das halt nicht beeinflussen und das macht es ja auch besonders spannend, dass es auf jeder Tour anders ist. Und selbst wenn man immer den gleichen Weg wieder läuft, ist es immer irgendwie anders. Und das finde ich total toll und deswegen mache ich das auch so super gern. Okay. Ich mache jetzt erstmal weiter und bis später. Konnte ich jetzt noch so ein bisschen stalken, so nenne ich es jetzt mal. Der hat nämlich dann hier auf dem Damm, auf dem ich gerade laufe, Beute gemacht, ist rüber auf den anderen Damm geflogen und hat dort seine Beute vertilgt. Und da habe ich versucht, ein paar Fotos zu machen. Wenn die was geworden sind, zeige ich sie euch jetzt einfach mal. Bis gleich! Ja Leute, ich habe meinen Ausgangspunkt jetzt wieder erreicht, bin also fast wieder zu Hause. Es ist jetzt 10 nach um 10 und fast 7 Kilometer sind es am Ende dann doch noch geworden. Reicht eigentlich auch. Es wird jetzt langsam wieder warm
und ja, dann entsteht ja dieses Hitzeflimmern und dann macht es mit dem Teleobjektiv nicht mehr ganz so viel Spaß zu fotografieren oder es wird dann sogar eigentlich unmöglich. Ein paar Bilder habe ich dann, glaube ich, doch noch hingekriegt. Ob die von der Qualität her was geworden sind, das wird sich dann daheim zeigen. Ob ich das heute noch mache oder so, weiß ich nicht. Daten werde ich heute noch sichern, alles andere werde ich sehen. Das mit dem Falken fand ich super spannend. Ich hoffe, dass die eine oder andere Aufnahme auch dann was geworden. Ich habe wie immer keinen Serienbildmodus verwendet, nutze ich nicht, möchte ich einfach nicht. Zum einen möchte ich natürlich das korrekte Fotografieren lernen, Mitzieher und all solche Geschichten, das ordentlich irgendwie auf die Reihe kriegen. Und zum anderen habe ich einfach nicht die Lust, zu Hause da ewig Bilder auszusortieren. Deswegen verzichte ich eigentlich generell auf die Serienbildfunktion. Ich glaube, ich habe sie einmal verwendet, damals noch in oder zu APS-C-Zeiten. Jetzt mit der A74 habe ich es überhaupt noch nicht gemacht und ja, habe ehrlich gesagt auch nicht das Verlangen danach. Ich bin echt gespannt. Schwalben im Flug habe ich mal probiert, wie gesagt, ohne Serienbildfunktion. Die werden wahrscheinlich nicht 100% scharf sein, die sind ja aber auch echt so schnell, die Schwalben, das ist ja der Wahnsinn. Und ja, ein paar kleine Vögel habe ich dann auch noch gefunden. Ich glaube, ein Stieglitz, ein Neuntöter könnte das andere gewesen sein. Erkennt man natürlich auf die Distanz nicht so gut, aber daheim dann am Rechner sehe ich das. Vielleicht blende ich es euch oben mit ein, wenn ich dran denke. Und ansonsten hoffe ich, euch hat dieses Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da und oder ein Abo, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen eine schöne Zeit und wir sehen und wir hören uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao, euer Daniel. Tschüss.